herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein Andi-TV. Und ja, ich weiß gar nicht, welche Folge das heute ist. Weißt du das? Nee, ich weiß auch nicht. Egal. Ich habe mich dann bei Albert wieder beim Hörbuchexperiment eingeschrieben. Und da findet heute die Lesung statt. Das heißt, ich werde jetzt mal den Text lesen, mal gucken, was das wird. Schauen wir mal. Da geht bestimmt vieles schief. Also. Erstmal starten. So. Es war kurz nach 17 Uhr, als der Algerier mit seinem silbernen Koffer das Schnellboot bestieg. Höchste Zeit, das Ding wieder abzubekommen. Der eng anliegende Halsreif war nichts, woran er sich gewöhnen konnte. »Bringen Sie mich zur Insel«, befahl er dem braungebrannten Mann hinter dem Steuer. Der Bootsbesitzer war ausgesprochen zufrieden mit der Art und Weise, wie die Dinge sich für ihn entwickelten. Seitdem die ausrangierte Bohrinsel von einem reichen Ausländer gekauft und umgebaut worden war, florierte sein Bootstaxi-Service. Nee, nochmal, das ist so scheiße. Geht schon gut los. Seitdem die ausrangierte Bohrinsel von einem reichen Ausländer gekauft und umgebaut worden war, florierte sein Bootstaxi-Service. Er vermutete reiche Geschäftsleute hinter den Passagieren, die er transportierte, und da das Geld stimmte, stellte er keine Fragen. »Wie lange brauchen Sie für die Strecke?«, fragte der Algerier mit dem französischen Akzent. Die See war in letzter Stunde etwas unruhig, ein Sturmtief, was für heute angekündigt war. Die See war in den letzten Stunden etwas unruhig. Ein Sturmtief war für heute angekündigt. Fast hätte ich die Fahrt absagen müssen, aber Sie haben Glück. Das Tief hat doch noch abgedreht. In einer knappen Stunde sollten wir bei der Insel sein. Dem Algerier war am Smalltalk nicht gelegen. Dem Algerier war an Smalltalk nicht gelegen. Er bevorzugte kurze Antworten und beschloss, dem Bootsführer keine weiteren Fragen zu stellen. Etwa zur selben Zeit beendeten Kians Leute die Reparaturarbeiten an den Hydraulikleitungen. Etwa zur selben Zeit beendeten Kians Leute die Reparaturarbeiten an den Hydraulikleitungen der Niveau-Reo. Halleluja, hör warm hier. Etwa zur selben Zeit beendeten Kians Leute die Reparaturarbeiten an den Hydraulikleitungen der Niveau-Reo. Das gibt's doch gar nicht. Etwa zur selben Zeit beendeten Kians Leute die Reparaturarbeiten an der Hydraulikleitung der Niveauregulierung. Claude wischte sich mit dem öligen Ärmel seines Overalls eine Mischung aus Salz und Schweiß von der Stirn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute noch schaffen. Er sank erschöpft neben seinem Vorarbeiter zu Boden. Hätten wir auch nicht, wenn das Sturmtief nicht abgedreht hätte. Oh, das war wirklich Glück, räumte Claude ein. Nicht auszudenken, wie die Landratten reagiert hätten, wenn die Wetterfreunde sie eiskalt erwischt hätten. Kannst du dir Kian und sein Püppchen vorstellen, wie sie ihre grün gefärbten Köpfe über die Reling hängen und die Fische füttern? Die beiden Seemänner lachten lauthals los. Das Wetter hatte es bisher gut mit ihnen gemeint und die See war. Das Wetter hatte es bisher gut mit ihnen gemeint und die See unter ihnen war, hatte sich beruhigt. Die fast 2 Meter hohen Wellen vom Vormittag waren verschwunden. Es sah so aus, als wollte das Meer sich vollständig glätten, um sich eine. Es sah so aus, als wollte das Meer sich vollständig glätten, um sich auf eine
um sich auf eine ereignislose Nacht einzustellen. Vielleicht war es aber auch nur die trügerische Ruhe vor dem Sturm. Gut ein Viertel der Strecke hatte das Schnellboot bereits zurückgelegt. Die Sonne stand tief, aber nach Einschätzung des Bootsbesitzers sollte die Zeit... Gut ein Viertel der Strecke hatte das Boot bereits schnell... Gut ein Viertel der Strecke hatte das Schnellboot bereits zurückgelegt. Die Sonne stand tief. Aber nach Einschätzung des Bootsbesitzers sollte die Zeit ausreichen, um noch vor Sonnenuntergang zur Insel zu gelangen. Auch wenn er seine Passagiere niemals fragen... Auch wenn er seine Passagiere niemals mit Fragen nervte, so tat er es doch mit seinen Erzählungen. Unaufhörlich wusste er von seinem Erlebnis auf See zu berichten. Um den weitestgehend auszuweichen, empfahl es sich, einen Platz am Heck des Bootes zu wählen, wo zwei leistungsstarke Motoren unüberhörbar ihren Dienst verrichteten. Die Ohren des Algeriers hatten sich so an das monotone... Die Ohren des Algeriers hatten sich so an das monotonische Brummen gewöhnt. Dass er die Rufe aus dem Bugbereich zunächst gar nicht wahrnahm. Was ist los? Rief der Algerier nach vorne. Wieso werden wir langsamer? Die Lippen des Bootsbesitzers bewegten sich zwar, doch noch war kein Wort zu verstehen. Er verlangsamte das Boot weiter und das Dröhnen der Motoren verringerte sich. Die Wolken da hinten, er zeigte auf den grauen Strich am Himmel, die sehen gar nicht gut aus. Wir fahren sowieso nicht in ihre Richtung, war der verständnislose Kommentar seines Passagiers. Beeilen Sie sich lieber, ich habe um 22 Uhr einen Termin. Der duldet keinen Aufschub. Wir sollten besser umkehren, wurde der... Captain deutlicher. Wir fahren weiter. Am Bord des schwimmenden Labors landete ein aktueller Wetterbericht auf den Tisch von Dr. Kian. Im Vergleich zur vergangenen Wetterkarte präsentierte sie zuvor noch... Im Vergleich zur vorangegangenen Wetterkarte präsentierten sich die zuvor noch grün-gelb gefärbten Bereiche rund um die Insel jetzt in kräftigem Orange. Mit dem Näherkommen des Sturmtiefs änderte sich auch die Farbe der Karte. Viel fehlte nicht mehr und der Ton wurde der kräftigen Haarfarbe von Dr. Kians Mitarbeiterin. entsprechen. Die Sturmfront von heute Morgen hat erneut ihre Richtung geändert und kommt jetzt wieder genau auf uns zu. Ja, dann würde ich vorschlagen, Sie treffen dieselben Vorbereitungen wie heute Morgen, bemerkte Dr. lapidar. Das Schnellboot hatte längst wieder volle Fahrt aufgenommen und hielt parallel auf den dunklen Strich am Horizont auf die Insel zu. Der Algerier saß jetzt vorne neben dem Captain, um sicherzustellen, dass dieser ihn auch fristgerecht an sein Ziel bringen würde. Für eine Landratte war es unmöglich, das nahende Unwetter richtig einzuschätzen. Man brauchte eine Menge Erfahrung, um die Wellen richtig zu lesen, die als erste Vorboten das Boot erreichte. Erfahrung, die den Captain zwang, erneut das Tempo zu verringern. Wieder verstummte das Brummen der Motoren und eine bedrohliche Stille strömte von allen Seiten herbei. Was tun Sie, herrschte ihn Algerier an. Sehen Sie, Seien Sie still, hören Sie das. Ein entferntes Rauschen, ähnlich dem eines Wasserfalls, drang zu den Ohren der beiden Männer hervor.
Wir müssen wenden, verlangte der Kapitän. Nee. Wir müssen wenden, verlangte der Captain mit äußerst besorgtem Unterton. Sie bringen mich jetzt zum Labor. Hören Sie, ich werde deshalb nicht mein Leben riskieren. Der Algerier holte eine Waffe hervor. Ich bin froh, das zu hören. Fassungslos schüttelte der Captain seinen Kopf. Sie sind wahnsinnig. Fahren Sie! Auf der ehemaligen Bohrinsel waren die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Claude räumte das Werkzeug weg und versperrte den Container. Fertig. Am Horizont waren die ersten Blitze auszumachen, deren Leuchten die dunkle Wasserwand durchzog, die sich rasch näherte. Claude wusste, dass nicht mehr viel Zeit blieb. Ich sollte zusehen, dass ich nach drin komme, bevor es hier richtig losgeht. Vor der Tür zu den Mannschaftsquartieren warf er noch einen sorgenvollen Blick auf die Wetterstation. Das wird eine böse Nacht werden. Man kann dem Barometer förmlich beim Fallen zusehen. Aus der Sicht der Bootsinsassen begann die Nacht gerade damit, ihre Bösartigkeit zu entfalten. Der anfänglich leichte Wind verstärkte sich jetzt mit jeder Minute. Als unmittelbare Folge davon legten auch die Wellen zu. Die Ausländer der grauen Wand... Nee. Die Ausläufer der grauen Wand erreichten das Boot und ließen es wie aus Kübeln schütten. In den kontinuierlich von der Seite blasenden Wind mischten sich einzelne Böen, die das Boot hart trafen. Mit ihnen spritzte auch Salzwasser über das Heck und überzog den Carbonboden mit einer trüben, sandigen Suppe. Inzwischen hatte der Captain sich über Funk bei der schwimmenden Insel angemeldet. Und die eigene Position durchgegeben. »Wie lange brauchen Sie noch bis zur Insel?« rief der Algerier in die dichte Wasserwand. »Wie lange brauchen Sie noch zur Insel?« rief der Algerier in die dichte Wasserwand, die die Umrisse des Kapitäns zu verschlucken drohte, obwohl dieser nur zwei Schritte entfernt stand. Der Bug des Bootes krachte in ein Wellental und versetzte seinen Passagieren einen harten Schlag. »Wie lange?« wiederholte der Algerier seine Frage. Und musste dabei einen Schluck von dem salzigen Brecher nehmen, der gegen die Bootsflanke schlug. Er spuckte, während seine Augen wie Feuer brannten. Der Captain stellte sich dieselbe Frage aus einem anderen Grund. Er hatte gelernt, sich nur bedingt auf die GPS-Navigation zu verlassen. Die Wellen waren so hoch, dass die Insel erst im letzten Augenblick wie aus dem Nichts auftauchen würde. Jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben, sonst knallen wir gegen die Pfeiler, bevor ich überhaupt merke, dass sie da sind. Meter für Meter kämpfte sich das Boot durch die Wogen. Mit ganzer Kraft stach es in die schäumenden Wellenkämme, um auf der anderen Seite ins nächste Wellental zu fallen. Der Sturm tobte teilweise so heftig, dass er die Schaumkronen vom Well... abriss und durch die Luft schleuderte. Fast schon zu spät entdeckte der Captain die Position hinter der Insel. »Da vorne«, rief er. »Bringen Sie mich ganz nah ran«, befahl der Algerier. Wir müssen warten, bis sie das Beiboot herunterlassen. Wenn wir zu nah an die Pfeiler kommen, werfen uns die Wellen dagegen wie ein Stück Treibholz.
Fahren Sie mich ran, setzte er den Käpt'n mit seiner Waffe unter Druck. Sie brauchen mich, brüllte ihn der Käpt'n an. Wenn Sie mich erschießen, landen Sie selbst auf dem Meeresgrund. Das dürfte dann ja wohl nicht mehr Ihre Sorge sein. Los jetzt! Fahren Sie mich zu einer der Leitern. Das dürfte dann ja nicht mehr Ihre Sorge sein. Los jetzt! Fahren Sie mich zu einer der Leitern. Tapfer steuerte das Schnellboot auf den riesigen Stützpfeiler zu. Im Schutz der Bohrinsel fiel zwar kein Regen mehr ins Boot, aber die Wellen donnerten mit unverminderter Härte gegen... unter der gewaltigen Plattform hindurch. Gefährlich schaukelte das Schnellboot zwischen den Pfeilern auf und ab. Da ist eine Leiter. Claude war auf dem Weg zum Beiboot, während das Unwetter versuchte, alles was... alles, was nicht angebunden war, ins Meer zu spülen. Die müssen völlig verrückt sein. Er hatte den Auftrag erhalten, das Boot zu wassern, um die Besucher an Bord zu holen. Welcher Idiot fährt bei diesen Bedingungen hier raus, fluchte er leise vor sich hin und bereute es umgehend. Der Wind spülte ihm den Mund mit Salzwasser aus. Spuckend näherte er sich dem Kran für das Beiboot. Die wenigen Meter, die er von seinem Schützencontainer aus... Die wenigen Meter, die er noch von seinem schützenden Container bis zum freistehenden Kran zurückzulegen hatte, zogen sich. Dort angekommen musste er zunächst die Verriegelung des Bootes von Hand lösen, ehe der Kran in der Lage war, es anzuheben. Geschafft. Der salzige Wind hatte das Steuerpult des Krans mit einer weißen Kruste überzogen. Claude drückte einige Knöpfe und der Kran setzte sich in Bewegung. Sein Ausleger ragte weit ins Meer hinaus. So konnte man das Beiboot in ausreichender Entfernung zu Wasser lassen. Der Sicherheitsabstand war notwendig, um zu verhindern, dass eine Böe das Beiboot gegen die Plattform schleuderte. Sobald es im Wasser war, konnten ankommende Schiffe daran anlegen. Dann stiegen die Passagiere um und wurden in dem Beiboot auf die Insel geholt. Claude aktivierte die Suchscheinwerfer rund um den Kran und begrub jede Hoffnung auf Erfolg. Der Wind war so stark geworden, dass das Kranseil mit dem Beiboot nahezu waagerecht hing. Das können wir vergessen. Bei diesem Wetter kann ich unmöglich jemanden ins... Das können wir vergessen. Bei diesem Wetter kann ich unmöglich jemanden an Bord holen. Dabei verlieren wir am Ende noch den Kran. Ich muss sofort Bescheid sagen, dass wir die Aktion abbrechen. Und Claude glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er das Schnellboot unter sich bemerkte. Sind die denn völlig übergeschnappt? Jeder Versuch, bei diesem Wetter überhaupt die Insel anzusteuern, musste als lebensgefährlich eingestuft werden. Sich dann aber noch in die Nähe der Stützpfeiler zu manövrieren, wäre glatter Selbstmord. Das Schnellboot hatte einen der hinteren Pfeiler erreicht, an dem auch eine Leiter montiert war. Der Algerier griff selbstsicher nach der Leiter. Sie war dick mit scharfen Salzkristallen überzogen, die in seine Handfläche schnitten, als er sich daran festklammerte. Den zweiten Arm brauchte er, um den Koffer zu halten. Vor allem seinen durchtrainierten Unterarm war es zu verdanken, dass er bereits auf der 9. Stufe stand, als eine Welle das Boot unerwartete querschnitt. Vor allem seinen durchtrainierten Unterarm war es zu verdanken, dass er bereits auf der 9. Stufe stand, als eine Bo... Vor allem seinen durchtrainierten Unterarm war es zu verdanken, dass er bereits auf der 9. Stufe stand, als eine Welle das Boot querstellte. Vor allem seinen durchtrainierten Unterarm war es zu verdanken, dass er bereits auf der 9. Stufe stand, als eine Welle das Boot unerwartet querstellte.
Beim Versuch, die 10. Stufe zu erreichen, passierte es dann. Vorsicht, brüllte Claude noch gegen den Wind, doch sein Warnruf blieb unerhört. Eine weitere Welle stemmte das Schnellboot aus dem Wasser und warf es gegen die am Pfeiler montierte Leiter. Die Beine des Auslegers vermochten die ungeheure Wucht. Nee, Quatsch. Die Beine des Algeriers vermochten die ungeheure Wucht nicht zu dämpfen und wurden durch den Boot. Die Beine des Algeriers vermochten die ungeheure Wucht nicht zu dämpfen und wurden von dem Boot regelrecht abgerissen. Er hatte das vermeintlich sichere für das Unmögliche riskiert und verloren. Wie ein Kegel bäumte sich der Bootsrumpf. Wie einen Kegel räumte der Bootsrumpf den Rest des Mannes von der Leiter und ließ ihn dann zurück ins Boot stürzen. Sekundenbruchteile später brach der Wellenberg unter dem Schnellboot in sich zusammen und schleuderte seinen Captain in die tosende See. Als streckte Neptun gierig seine Hand danach aus, überrollte bereits der nächste Brecher das leckgeschlagene Schnellboot und riss es mit in die Tiefe. Die weißen Schaumkronen markierten die Position noch für einen letzten Augenblick, ehe die darauffolgende Welle mit ihrer alles verschluckenden Dunkelheit darüber wegdonnerte. So. Ja, jetzt muss ich das bearbeiten. Und dann schauen wir mal, was davon wird. Das könnt ihr dann hören bei Albert im Blog. Und ja, ich werde es dann auch mal später dann bei mir im Blog machen. So als kleine Referenz, wenn es gut geworden ist. Das schauen wir dann mal. Ja, bis dahin würde ich sagen.